Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein Backrezept für Schokomuffins. Als allererstes schmelzen wir über einem heißen Wasserbad Margarine und Zartbitterschokolade. Die geschmolzene Margarine mit der Schokolade lassen wir dann erstmal abkühlen. Für den Teig verrühren wir Eier, Zucker und Salz. Jetzt rühren wir Mehl, Backpulver und die geschmolzene Schokolade mit der Margarine runter. Dann nehmt ihr ein Muffinblech, legt das mit Papierförmchen aus und dann füllen wir den Teig in unsere Papierförmchen. Dann backt ihr die Muffins bei 180 Grad ungefähr 20 Minuten. So sehen die Muffins jetzt nach dem Backen aus und die lasst ihr jetzt erstmal eine Form abkühlen. Jetzt verzieren wir unseren Muffin noch mit fertiger Kuchenglasur. Dazu nehmt ihr einfach fertige Kuchenglasur, schmelzt sie nach Packungsanleitung und lasst sie dann einfach linienförmig über den Muffin drüber laufen. Und damit haben wir dann unsere Schokomuffins fertig. So meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst euch schmecken, bis zum nächsten Mal. Tschüss!